Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Eisbären Berlin gegen den ERC München. Ich begrüße alle Gäste an den Bildschirmen, begrüße die Pressevertreter hier im Presseraum, begrüße natürlich auch den Gästetrainer Pat Cortina und Eisbärencoach Don Jackson und bitte den Gästecoach um sein Statement zum Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Ja, es war ein gutes Spiel von meiner Mannschaft gegen eine Eisbärenmannschaft ohne viel wichtige Spieler. Aber wir haben gespielt gut 60 Minuten, sehr gut in unsere Drittel und ich denke in die Gegners Drittel. Wir haben auch gut gespielt mit den Scheiben. Sepp war sehr gut, Reimer war auch gut und ja, es war ein gutes Eishockeyspiel. Ich bin glücklich für meine Männer. Wir haben gekämpft und wir haben 3 Punkte gewonnen gegen, like I said before, a team that's missing a lot of key players. So it was important for us to try to get points tonight and we played in a way that gave us a chance to get points. But mehr wichtig für uns dann für Berlin these points here. So we'll take it. But yeah, viel Glück to John Don for the rest of the season here. Danke. Vielen Dank. Don? Danke, Patton. Glückwunsch an die 3 Punkte. Vom Anfang an, wir haben eine schwere Zeit gegen eine gute defensive Mannschaft. Die Mannschaft ist sehr gut defensiv. Reimer hat gut gehalten. Und ja, sie hatten viel an uns viel Druck gemacht. Wir haben nicht geantwortet. Und schlecht gespielt überhaupt. Wir haben nichts geantwortet bis die letzte Drittel. Und letzte Drittel, wir haben stark gespielt. In meiner Meinung, wir haben von Anfang an keinen Respekt, nicht genug Respekt für die Mannschaft München. Sie haben momentan 7 Punkte vom 9 gegen uns gewonnen. Und vom letzten Dienstag bis heute Abend, wir sind vom Anfang an nichts bereit. Wir müssen vorgehen und besser, nächstes Spiel zu Hause besser spielen. Vielen Dank, Don.